Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Gemeinde. Ganz am Ende sein, wer kennt das doch nicht? Am Boden zerstört sein, wer hat das noch nicht erfahren? Nicht wissen, wie es weitergehen soll, zu zerbrechen drohen. Ein Vers aus dem Alten Testament klingt mitten solchen Gedanken hinein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist Gottes Wort an uns. Gottes Wort will uns aufrichten, will uns stützen und stärken. Ja, darum kommen wir ja auch zusammen heute Morgen, um sein Wort zu hören und mitzunehmen in den neuen Tag und in die neue Woche. So lasst uns diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen heute die Lieder aus diesem orangenen und neuen Gesangbuch Freitöne. Das Buch ist neu, aber Ausnahme von zwei Liedern oder ein Lied, die meisten Lieder sind Ihnen gut bekannt. Wir singen das Lied Nummer 8, Dich rühmt der Morgen. Lasst uns beten. Gott, du allein kannst heilen an Leib und Seele. Darum kommen wir in diesem Morgen zu dir und bitten dich, öffne unsere Ohren, dass wir dein heiliges Wort hören. Stärke uns Hände und Füße, dass wir heilsame Dinge tun in deiner Welt. Öffne unseren Mund, dass wir deine Liebe bekennen. Mach uns offen für deine Kraft. Öffne uns die Ohren, dass wir deine Stimme hören. Öffne uns die Augen, dass wir deine Wunder sehen. Öffne uns den Mund, dass wir Worte finden, die deine Schönheit beschreiben und unseren Nächsten helfen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören die Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 29. Kapitel. Nur noch eine kleine Weile, dann verwandelt sich der Libanon in einen Baumgarten. Und der Karmel wird dem Wald gleich geachtet. Und die taub sind, werden an jenem Tag die Worte des Buchs hören.
und befreit von Dunkel und Finsternis, werden die Augen der Blinden sehen. Und die Armen werden sich wieder freuen über den Herrn. Und die Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir fahren fort mit dem Lied 168, den Strophen 1, 5 und 6. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Den heutigen Predigtext lese ich aus dem Evangelium nach Markus, aus dem 7. Kapitel, die Verse 31 bis 37. Über die Heilung eines Taubstummen. Und wieder kam Jesus, als er das Gebiet von Tyrus verlassen hatte, durch Sidon an den See von Galiläa, mitten hinein in das Gebiet der Dekapolis, der 10 Städte. Da bringen sie einen Taubstummen zu ihm und bitten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und Jesus nahm ihn beiseite, weg aus dem Gedränge, legte die Finger in seinen Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel, blickte auf zum Himmel und seufzte. Und er sagt zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten seine Ohren sich auf und das Band seiner Zunge löste sich und er konnte richtig reden. Und Jesus befahl ihnen, niemandem etwas zu sagen. Doch je mehr er darauf bestand, desto mehr taten sie es kund. Und sie waren völlig überwältigt und sagten, gut hat er alles gemacht. Die Tauben macht er hören und die Stummen reden. Amen. Liebe Gemeinde, ja, die Wundergeschichten, die sind nicht die einfachsten Erzählungen der Bibel. Ich wage es zu sagen, die sind beinahe die schwierigsten, besonders heute, in einer Zeit, in der das menschliche Wissen schon so weit fortgeschritten ist. In der Antike war es anders.
In der Antike waren Wundergeschichten auch Ausdrucksformen des Glaubens. Heute nicht mehr. Die Welt ist für uns heute weder nach unten noch nach oben hin offen. Wie soll denn der Mensch des 21. Jahrhunderts diese Wundergeschichten lesen und verstehen? Soll Jesus tatsächlich viele spezielle Heilungstechniken gekannt und eingesetzt haben? Und wenn ja, warum hat er doch nicht etwas von diesen Techniken seinen Jüngern überlassen? Warum erleben wir heute nicht mehr zum Beispiel mitten in einem Gottesdienst eine Heilung? Es wird in christlichen Kreisen immer wieder über die heilende Kraft des Glaubens gesprochen. Und wir fragen, warum sehen wir die Wirkung dieser Kraft nicht oder nur in Einzelfällen? Beim Lesen des Predigttextes sammelte ich 4 Punkte aus der Geschichte zusammen, die mir etwas seltsam erschienen. Zunächst der Ort der Heilung. Das ist ein Punkt, das vielleicht auch für Sie etwas seltsam war. Punkt 2. Warum wissen wir so wenig über den Kranken, über diesen taubstummen Menschen? Woher er kommt und wie sich sein Leben nach der Heilung veränderte? Und die Krankheit, taub und stumm. Hat die Krankheit eine spezielle Bedeutung in der Geschichte? Sollten wir diese vielleicht symbolisch und allgemein deuten und verstehen? Und der 4. Punkt, merkwürdig und ungewöhnlich ist, wie Jesus hier heilt. Aber zunächst beginnen wir mit dem Ort der Heilung. Warum war es für den Evangelisten Markus so wichtig zu erwähnen, wo diese Wundergeschichte sich abspielte? Die in der Bibel erwähnten Orte haben, liebe Gemeinde, fast wie immer eine wichtige Bedeutung bei der Auslegung biblischer Texte. Sie enthalten nämlich viele wichtige und extra Informationen, die der damaligen Menschen selbstverständlich waren, aber für uns heute nicht mehr. Deshalb sollten wir, wenn wir die Bibel lesen und verstehen wollen, diese Ortsangaben nicht außer Sicht lassen. Wir haben gehört, unsere heutige Geschichte spielt sich mitten im Gebiet der 10 Städte. Mit einem anderen historischen Begriff heißen sie Dekapolis, ein Staatbündnis. Es waren 10 antike Städte nordöstlich und südlich des See Genezareth. Also Städte zwischen Damaskus, heute in Syrien, und dem jordanischen Amman. Dekapolis war von der griechisch-römischen Kultur geprägt. Also aus jüdischer Sicht lebten in diesem Gebiet vornehmlich Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehörten, also keine Juden, sondern Heiden waren. Jesus befindet sich also in dieser Geschichte in einem Gebiet, wo Heiden wohnen. Und er überschreitet damit Grenzen, nicht nur geografische, sondern auch moralische Grenzen seines Volkes, um zu zeigen, der Glaube an Gott darf keine trennende Mauer sein. Es darf keine trennende Mauer sein zwischen uns Menschen, aus welchem Hintergrund wir auch immer kommen. Wichtig ist vielleicht anzumerken, dass in diesem Gebiet schon in früheren Zeiten der Kirchengeschichte zahlreiche christliche Gemeinden entstanden sind. Zum zweiten seltsamen Punkt. Liebe Gemeinde, wir wissen so wenig über den kranken Menschen, besonders darüber, was mit ihm nach seiner Heilung passiert ist. Wie konnte er damit umgehen? Hat sich sein Leben vielleicht schlagartig verändert? Unter den damaligen Verhältnissen auf jeden Fall. Denn aus einem ausgegrenzten Menschen wurde wieder jemand, der dazu gehört. Denn damals Krankheiten wurden als Strafe Gottes betrachtet. Sogar der, mit diesen Menschen in Berührung gekommen ist, wurde als unrein bestempelt. Doch liebe Gemeinde, andere 2 Details, über die uns der Evangelist Markus erzählt,
sagen viel mehr über diesen Menschen und über die ganze Situation aus, als eine detaillierte Lebensgeschichte, die wir hier vielleicht vermissen. Zwei Informationen sind uns nämlich über den Kranken bzw. über sein Umfeld bekannt. Er war taub und stumm und er wurde von anderen Leuten zu Jesus gebracht. Zunächst etwas über diese Information. Da brachten Leute einen Kranken zu Jesus. Wir wissen zwar wieder nicht, wer diese Leute waren und in welchem Verhältnis sie zum Kranken standen. Wichtiger ist aber, dass sie gab, dass es doch Menschen gab, die über Jesus und über seine Heilkraft schon gehört hatten. Und dass diese Menschen baten Jesus, seine Hand auf den Kranken zu legen, den sie zu ihm gebracht haben. Anscheinend war ihnen diese Art von Heilen bekannt. Wie gut, liebe Gemeinde, dass dieser leidende Mensch doch Freunde, Verwandte oder vielleicht einfach nur Mitmenschen hatte, die an ihm in seiner schwierigen Lage dachten und versuchten, ihm beim gegebenen Anlass zu helfen. Wer weiß, wo sie den taubstummen Freund schon überall hingebracht hatten, zu Ärzten oder Quacksalbern, zu Wunderheilern und zu frommen Menschen, deren Gebeten sie etwas zugetraut hatten. Wer weiß, was sie selber schon alles versucht hatten, ihm zum Hören und zum Sprechen zu verhelfen. Und das alles war umsonst. Und nun bringen sie ihn zu Jesus. Ich denke, liebe Gemeinde, es ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Was wäre denn diese Geschichte ohne die, die diesen Kranken zu Jesus bringen? Ohne das Mitgefühl und Mittragen und das Mitdenken dieser unbekannten Menschen. Sie blieben von seinem Leiden nicht unberührt, sondern ließen sich anrühren. Sie ließen sich hineinziehen in das Leiden dieses taubstummen und ausgegrenzten Menschen. Sie ließen sich hineinziehen in die Situation dieses leidenden Menschen. Ja, oft braucht es nicht mehr, nur dass Menschen sich anrühren und hineinziehen lassen in das Leid anderer Menschen. Oft braucht es nicht viel zu große Worte und Taten, sondern nur ein Dasein. Ein Dasein und ein Mittragen. Denn die liebende Zuwendung Gottes, notfalls auch ohne Worte, kann dadurch leibhaftig erfahren werden. Es macht mich nachdenklich. Was wäre ja unsere oder meine Wundergeschichte, die Geschichte in meinem Leben, die ich selber als Wunder vielleicht einstufe, was wäre das ohne Menschen, die mich in meiner Not tragen und mittragen? Und wo habe ich in meinem Leben diese mittragenden Leute erlebt? Leute, die angesichts meiner Not mich nicht mit Ratschlägen überfluten, sondern einfach da sind und mit mir und für mich beten und mich annehmen. Menschen, von denen ich mich richtig wahrgenommen fühle. Und andererseits, wo ist mein Mitleid? Wo ist meine Sensibilität für das Leiden anderer und leidenden Menschen gefragt? Oder trage ich das kranke, beschädigte, leistungsschwache Leben anderer vor Gott, wundererbittend und erhoffend? Taub sein und stumm sein. Markus erwähnt, dass der Mensch, der zu Jesus gebracht wird, taubstumm war. Ein Mensch mit einer Behinderung, mit so einer Behinderung war damals ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, wie ich schon erwähnt habe. Ein in sich selbst eingeschlossener Mensch. Darum war sein Leben lauter Angst. Uns vielleicht das Schlimmste. Er wurde beschuldigt. Gott straft dich. Bestimmt hast du das verdient. Schaut, wie er leiden muss. Ich frage mich,
was in so einem Menschen wohl vorgeht. Liebe Gemeinde, aber diese Krankheit, taub und stumm sein, stehen hier für mich auch stellvertretend für Verschlossenheit. Nicht nur schuldhaft, sondern auch schicksalhaft. Denn haben andere Menschen wirklich keinen Anteil daran, dass ein Mensch einfach zumacht, sich in sich selbst verkrümmt und sagt, ich kann das nicht mehr hören? Das sind vielleicht die Sachen, die die Nachbarn erzählen, die klagen, oder die immer gleichen Geschichten der Kollegen, oder die Nachrichten über das Elend der Welt, die einem überfordern und sagt, ich kann das nicht mehr hören. Doch liebe Gemeinde, wenn einer sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und sich verschließt, dann besteht die Gefahr, dass er sich das Leben anderer nicht nahe gehen lässt, dass seine Worte nichtssagend werden und leer. Dann hört er auch das Wort nicht, das ihm vielleicht helfen würde, das Wort, das heilt und trägt oder eben zurechtweist. Taubstumm sein heißt im übertragenen Sinn verschlossen sein. Verschlossen sein auch gegenüber fremden Ansichten, fremden Gewohnheiten, fremden Kulturen, Meinungen von anderer. Denken wir nur an die vielen Kommunikationsstörungen zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen Kollegen und Kolleginnen, die täglich erlebt werden. Taub sein und stumm sein bedeutet in diesem Sinne, sich taub stellen, um nicht reden zu müssen, falsch hören, um die eigene Meinung nicht ändern zu müssen, durch Verschweigen unterdrücken, was nicht gerne gehört wird. Gegenseitige Isolierung, Fremdheit, Erstarrung, Einsamkeit. Und das alles sind leider, liebe Gemeinde, Wirklichkeiten in unserem Zusammenleben. Und wir könnten fragen, kann man aus so einer Verschlossenheit und Einsamkeit selber herauskommen? Wir alle wollen doch gehört und wahrgenommen werden. Und wir brauchen aufbauende Kommunikation miteinander. Aber was kannst du zu den unterschiedlichen Problemen sagen, mit denen dich die Leute aufsuchen? Fragte ich einmal eine Kollegin, die bei der Telefonseelsorge arbeitet. Sie erzählte mir, dass die Anrufer ihr oft sagen, ich will von Ihnen gar keine Ratschläge hören, aber hören Sie mir bitte zu. Ja, immer mehr Menschen leiden darunter, dass sie nicht gehört und nicht wahrgenommen werden. Immer weniger finden ein offenes Ohr. Aber nicht nur das, liebe Gemeinde. Immer weniger finden einen Mund, der wirklich zu ihnen spricht und nicht nur Worte an der Oberfläche plätschern lässt. Wo die Bereitschaft zum Zuhören fehlt, dort geht auch das Sprechen ins Leere. Dort wird aus der Rede oft nur zum Gerede. Und wenn unsere Ohren nicht hören oder nicht hören können oder wollen, dort können wir nicht zuhörend sprechen. Wir hören zwar, was der andere sagt, aber wir hören nicht das, was dem anderen wichtig ist. So stellt sich doch die Frage, kann man aus so einer Verschlossenheit und Einsamkeit selber rauskommen? Liebe Gemeinde, in der heutigen Erzählung brauchte der Taubstumme Hilfe von außen. Zunächst die Hilfe anderer, die ihn zu Jesus trugen. Und dann die heilsame Berührung von ihm. Seltsam, wie Jesus in diesem Fall heilt. Er nahm den Kranken zuerst aus der Menge beiseite. Dann, um ihn allein geht es. Nur um diesen Menschen, nur mit ihm beschäftigt er sich. Er rührt ihn an, legt seine Finger in die Ohren des Taubstummen, berührt seine Zunge mit Speichel
erzählt uns Markus. Dann blickt Jesus in den Himmel und seufzt. Jesus leidet mit ihm, zeigt ihm seine Nähe. Aber für den Kranken ist es eine heilsame Berührung der Ohren und der Zunge, in denen seine Krankheit liegt. Das einzige Wort, das Jesus zunächst spricht, ist ein wirksames Wort. Jesus sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Jesus lässt ihn mit seinem Wunder wieder teilhaben an seiner Umgebung. Er lässt ihn wieder mitreden. Und er redete richtig, berichtet Markus. Liebe Gemeinde, es sollten ermutigende Sätze sein für uns. Sie sind Zeichen der Nähe und wollen uns ermutigen, dass heilsame Berührungen in den Nöten dieser Welt und dieses Lebens gewagt werden sollen, auch wo uns die Menschen zunächst fremd sind. Man kann es immer wieder erleben, dass dankbare Staunen in schwierigen Lagen oder in Katastrophen über die Welle der Hilfsbereitschaft. Dieses Staunen ist wichtig auf dem Weg in eine neue Zukunft. Menschen zu diesem Staunen zu bringen, das ist unsere Aufgabe. Und das ist eine wichtige Aufgabe für uns. Eingeladen sind wir dazu durch Jesus. Oder mehr als eingeladen. Befähigt sind wir dazu durch ihn. Heilsame Begegnungen, heilsame Berührungen können selbstverständliche Hilfen im alltäglichen Leben werden. Und auch eine Spende, groß oder klein, im rechten Augenblick als schnelle Hilfe, kann zu so einer ermutigenden Berührung werden. Liebe Gemeinde, das Wunder Jesu können wir damit nicht wiederholen. Ja, seine Zeit war eine wundervolle Zeit. Seine Worte waren wirksame Worte. Seine Tat war eine aufregende Tat. Er hat alles wohlgemacht, die Tauben machte hörend und die Sprachlosen redend. Das steht am Ende unserer heutigen Geschichte. Es kann nur am Ende aber einer Geschichte mit Jesus stehen. Nicht am Ende einer unserer Geschichten. Wunder hat sich Gott selbst vorbehalten. Uns ist es nicht möglich, so zu heilen, wie es Jesus getan hat. Aber einiges können wir doch selber tun. Wir können den anderen wahrnehmen, richtig wahrnehmen und sensibel bleiben auf die Not anderer und einander im Gebet vor Gott tragen. Andererseits, bevor wir uns hilflos verschließen vor der dunklen Seite des Lebens, vor Krankheit und dem Leid, wir dürfen uns doch vor der Hoffnung nicht verschließen. Liebe Gemeinde, eine Wundergeschichte, die uns aber Mut und Hoffnung geben will. Gott will uns aufschließen und dem Leben wiedergeben, uns wie den Taubstummen damals zur Kommunikation befreien. Gut, wenn es Menschen gibt, die uns dahin bringen, wo Hilfe ist. Und gut, wenn wir zu Menschen werden können, die einander wahrnehmen, die miteinander hörend reden und einander dahin tragen können, wo Hilfe ist. Herr Vater, öffne dich. Ein Aufruf auch an uns, dass wir offene Menschen bleiben. Offen für Vertrauen und Hoffnung, offen für Leid, aber auch offen für Klänge und Worte, die gut tun und uns wieder mit Wärme, Wertschätzung und mit neuem Mut erfüllen. Amen. Wir singen ein Lied aus diesem neuen Gesangbuch, das Lied 25. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
Lass uns beten. Barmherziger Gott, du machst heil, was zerbrochen ist. Gott, du schenkst Leben, wo der Tod herrscht. Wir danken dir. Und wir bitten dich, Gott, schenke Gesundheit, Kraft und neuen Mut den Menschen, an die wir jetzt in der Stille denken. Gott, wir bitten dich, heile sie an Leib und Seele. Wir bitten dich, Gott, hilf zum Leben in unserer Welt voller Tod. Wir denken in der Stille an das, was uns und andere bedroht. Gott, mach lebendig, was tot ist. Gott, wir bitten dich, schaffe Recht und hilf zum Frieden den Menschen in den Ländern, an die wir jetzt im Stillen gedenken wollen. Gott, du machst heil, was zerbrochen ist. Und Gott, du schenkst Leben, wo die Dunkelheit herrscht. Heile du uns, Gott, dann werden wir heil. Hilf du uns, so ist uns geholfen. Amen. Miteinander und füreinander beten wir, wie Jesus uns beten gelernt hatte. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen fort mit dem angefangenen Lied 25 und nach dem Refrain singen wir die Strophen 3 und 4. Thank you.
Liebe Gemeinde, Folgendes darf ich Ihnen bekannt geben. Die heutige Kollekte sammeln wir für die Diakonie Katastrophenhilfe in Griechenland. Dieses Projekt trägt den Namen Hilfe für Flüchtlinge in Thessaloniki. Wir bitten herzlich um Ihre Großzügigkeit bei der Spende. Und wir danken herzlich für die letzte Kollekte. Sie betrug 209 Euro. Den nächsten Gottesdienst darf wieder ich mit Ihnen feiern und ich freue mich schon drauf, Sie wiederzusehen und mit Ihnen nachher ins Gespräch zu kommen. In unserer Gemeinde wurden gestern zwei schöne Feierlichkeiten gefeiert. Eine Taufe, getauft wurde Abel Worger, und am Nachmittag eine Hochzeit. Sie sehen noch den Schmuck an den Bänken von der Hochzeit. Getraut wurden Astrid und Martin Scheffel. Wir bitten um Gottes Segen auf den Lebensweg von Abel, dass er im Glauben wächst und gestärkt wird. Und wir bitten Gottes Segen auch auf den gemeinsamen Weg von Astrid und Martin. Liebe Gemeinde, wie Sie lesen können und vielleicht schon gehört haben, wir haben letzte Woche Frau Hedwig Glatz im 93. Lebensjahr verabschiedet. Ich habe Frau Glatz persönlich leider nicht gekannt, aber ich weiß, dass viele von Ihnen sie gut gekannt und auch geschätzt haben. Sie war viele Jahre lang sehr fleißig beim Henriettenmarkt mit dabei und sie war wirklich sehr geschätzt und mit ganzer Leib und Seele bei diesen Aufgaben dabei. Wir tragen die Trauernden in unserem Gebet und bitten Gott, dass er ihnen Trost und Kraft gibt für die schwierige Zeit der Trauer. Liebe Gemeinde, voller Hoffnung sind wir, denn Schwester Elisabeth organisiert fleißig eine Gemeindefahrt unter dem Titel Die evangelische Welt des Grenzenlandes. Und diese Fahrt führt nach Bad Radkersburg. Termin: Es ist eine mehrtägige Reise vom 1. bis 3. Oktober. Bitte bei Interesse direkt bei Schwester Elisabeth sich zu melden. Sie finden Ihre Telefonnummer auch auf unserer Homepage oder hier auf diesem Gottesdienstblatt. Und darf ich noch zuletzt auf unseren Blumenstrauß hinweisen. Sie können den Blumenstrauß gerne mitnehmen für 22 Euro und Sie unterstützen damit zugleich das Projekt Unverblümt. Ein Projekt, das Menschen beschäftigt, die wegen psychischer oder anderer Erkrankung nicht am Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Liebe Gemeinde, das Schlusslied, das wir aus diesem orangenen Gesangbuch singen werden, ist das Lied 71, ein fröhliches Segenslied. Aber davor wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert. Geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.